Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist bereits darauf hingewiesen worden, das Ehrenamt ist eine wichtige Säule unserer Gesellschaft. Und die vielen ehrenamtlich Tätigen, die tun jeden Tag ganz viel, um den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu stärken. Und Kollege Bischoff hat es deutlich gemacht, sie wollen genau das machen. Sie wollen eben organisieren, sie wollen sich in den unterschiedlichsten Bereichen einbringen, also sei es beim Training von Fußballmannschaften, sei es aber auch in Kulturvereinen, sei es in Musikvereinen, sei es in der Flüchtlingshilfe und so weiter. Was sie nicht wollen, ist natürlich über Gebühr sich mit dem Ausfüllen von Formularen beschäftigen zu müssen. Ein gewisses Maß am Ausfüllen von Formularen ist sicherlich notwendig. Schließlich muss ja auch nachgehalten werden, in welcher Art und Weise bestimmte Mittel auch in diesen Initiativen verwendet werden. Wir sagen aber, es ist an der Zeit, die Grenze von 35.000 Euro auf 40.000 Euro anzuheben. Es geht da ja nicht dabei, dass dort große Summen bewegt werden, sondern es geht um einfach die Erhaltung bestimmter kultureller Feste. Da werden Bratwürste verkauft, Tickets verkauft, also alles nichts Weltbewegendes. Aber wenn man anschließend deswegen eine Steuererklärung abgeben muss, ist das wohl etwas, was durchaus das Ehrenamt auch belasten kann. Deshalb sagen wir als eine konkrete Maßnahme, die man auch schnell umsetzen kann, unserer Meinung nach, da möchten wir, dass auf Bundesebene dafür gesorgt wird, dass diese Grenze angehoben wird. Und nun lese ich im Entschließungsantrag der CDU, dass Sie dort schreiben, eine Anhebung der Freigrenze nach § 64 Absatz 3 der Abgabenordnung um 5.000 Euro auf 40.000 Euro wird begrüßt. Ja, dann sehe ich ja dem nichts mehr im Wege stehen, denn da Sie Teil der Bundesregierung sind, werden Sie dann also zusammen mit der SPD, mit Ihrem Finanzminister ganz schnell auf Bundesebene dafür sorgen, dass das umgesetzt wird. Und ich gehe davon aus, dass Sie dementsprechend auch unserem Antrag zustimmen werden. Das finde ich begrüßenswert, denn anders kann ich diese Formulierung in Ihrem Antrag nicht lesen. Sie führen dann ja auch weiter aus, und darauf hat Kollege Bischoff ja schon hingewiesen, dass es allerlei Dinge braucht, um das Ehrenamt weiter zu unterstützen und zu würdigen. Dem würde ich mich prinzipiell auch anschließen. Selbstverständlich geht es nicht um die Anhebung einer konkreten Freibetragsgrenze. Das ist aber immerhin eine konkrete Maßnahme. Und das unterscheidet diesen Antrag von Ihrem Antrag. Wir benennen einen konkreten Punkt, an dem wir die Vereine und die ehrenamtlich Tätigen entlasten wollen. Sie benennen ein ganzes Fragenbündel, was Sie irgendwann mal behandelt haben wollen. Ich nehme Sie da beim Wort, dass die Landesregierung das machen soll. Ich gehe davon aus, dass die Landesregierung nach dem 14. Mai immer noch aus Rot und Grün besteht. Dementsprechend werden wir uns gerne diesen von Ihnen aufgeworfenen Fragen annehmen. Und ich glaube, es wäre zeitgemäß und sinnvoll, wenn wir dann eben gemeinsam ab dem 15. Mai einsteigen in die Diskussion einer Engagementstrategie für Nordrhein-Westfalen. Da bin ich dann auch auf Ihre konkreten Vorschläge gespannt, denn bislang ist das ja alles eher eine lose Blattsammlung. Ich gehe aber erst mal davon aus, dass dem konkreten Vorschlag, den wir hier auf den Tisch gelegt haben, den Sie für sinnvoll erachten, wie Sie in Ihrem Entschließungsantrag schreiben, zustimmen werden und dass Sie das möglichst schnell gemeinsam mit der SPD und vor allem Ihrem Finanzminister auf Bundesebene umsetzen, wo Sie die Verantwortung tragen. Vielen Dank.